Richtig zur Sache, die beiden besprechen jetzt. Hallo liebe Goldwaschfreunde, heute sind wir mit Tim und Lisa von Current Raft. Ach, ich hatte mal die wagehalsige Idee, hier Gold zu suchen, und zwar mit dem Packraft. Und dann habe ich die beiden gefragt, ob sie mir mal eins zuschicken. Und da haben sie gesagt, nö, finden sie geil, machen sie selber gleich mit. Und das finde ich klasse. Wir sind hier an einem super Tag mit viel Wasser an der Lach, endlich mal. Und ja, wir haben die Boote jetzt aufgepumpt. Und ich habe das Größte, ist klar, weil ich am meisten Gold finde natürlich nur. Und ja, wir werden es dann in den See stechen. Tim und Lisa werden etwas weiter oben einsteigen, aber ihr werdet es nachher sehen. Traue ich mir noch nicht zu. Man muss ja klein anfangen. Und ich hoffe auf einen schönen Tag. Wir haben einiges vorbereitet. Wetter ist oben nass, unten nass. Ist perfekt. Ja, auch von unserer Seite. Sehr coole Idee, wir freuen uns, dass wir dich kennengelernt haben, und ja, für solche Sachen sind wir natürlich immer zu haben. Ja, Regen ist des Paddlers Sonnenschein, wir haben einen guten Pegel auf dem Wasser bei knapp über 40 cm, da sollten wir nicht zu viel Grundkontakt haben. Obwohl es sich um einen leichten Wildwasserfluss handelt, natürlich immer in voller Ausrüstung, das heißt Helm, Wurfsack und natürlich auch eine Schwimmweste dabei. Und die Packraft sind schon beladen. Und wir sind ready to go. Sexy Schuhe. Sehr nice. Hier könnt ihr ein zusammengefaltetes Packraft sehen, ca. 2-3 Kilo, easy im Rucksack zu verstauen. Dass ihr es seht, hier geht es mächtig zur Sache. Die beiden besprechen jetzt den Weg, den sie versuchen einzuschlagen. Ich habe keine Ahnung, ich steige da unten ein. Und ja, fragen wir sie mal, was sie sagen. Also, was habt ihr geschossen? Ja, wir sind jetzt an der schwersten Stelle angekommen und haben beschlossen, dass wir die jetzt erstmal besichtigen. Immer eine sehr gute Idee, so eine Besichtigung. Und Lisa und ich haben uns jetzt eine Linie gesucht, werden es in Angriff nehmen als erfahrene Paddler. Und der Frank wird uns dabei aufnehmen und wird dann später wieder zusteigen. Ja, wir fahren jetzt hier auf der Stromzunge relativ mittig hinein und halten uns dann rechts nochmal von diesem angespülten Stein. Und da denke ich, werden wir auch mit unserem Goldsuchequipment sehr gut durchkommen durch diese Passage. Kategorisieren würde ich sie als Wildwasser 2 bis 2 plus bei diesem Wasserstand, und ja, dennoch jetzt nichts für Einsteiger ins Packraft. Also letzte Aufnahme von uns, und dann, ich wäre eh nass, bin eh nass, aber es ist warm.
jetzt schon mal vorgefahren, ich war viel schneller als die. Nee, ist so gefährlich, machen wir schöne Videos. Alter Showman, der Tim! Lach doch mal! Also wir experimentieren ja weiter bei Goldwaschen mit Tom und hier Curl and Left und wir haben eine prickelnde neue Idee. Und zwar unser Goldboot oder Goldraft. Unser Goldraft. Mein Hilfsarbeiter schaufelt, Hilfsarbeiterin lässt los und ich sammle das Gold ein. Ist ja perfekt. Ist doch geil, oder?
jetzt mögen wieder einige sagen, die Rinne lag nicht richtig oder der Dirt wurde nicht richtig abtransportiert. Dies und jenes und die Stelle war vielleicht nicht die optimale. Ja, spielt aber keine Rolle. Ich hab's gemacht und ich mach's bestimmt wieder. Hat starkes, stärkstes Wiederholungspotenzial mit den beiden und später vielleicht mal auch alleine. Wir haben Gold gefunden und mal ganz ehrlich, nach 2 Stunden Paddeln, ja, eine Goldwaschrinne bei Hochwasser gut zu setzen an einer Stelle, die man vorher gar nicht ausgekundschaftet hat. Das ist doch gut, wir haben Gold gefunden, ich zeig's euch gleich. Und um das geht's, um das Grinsen in den nächsten Tagen, bei mir zumindest. Klar, auch ums Gold, aber ist eigentlich immer so ein bisschen untergeordnet. Was mich am Packriften total fasziniert, ist ja, wie leicht, ungefähr 2 Kilo, 2,5 Kilo, die ganze Ausrüstung wiegt und wie robust die Sachen sind. Das ist mir eigentlich unbegreiflich. Man kann gegen spitze Steine fahren oder gegen Felsen im Wasser fahren, die ja eh meistens runder sind. Das ist überhaupt kein Problem. Also ideal fürs Goldwaschen. Man kann einfach irgendwo am Bach rauflaufen und wenn man dann fertig ist, müde, K.O., dann fährt man die letzten 2-3 Kilometer zum Auto mit dem Boot. Hey, was sich da für Möglichkeiten eröffnen, denkt doch mal nach. Ja. Ihr könnt es zum Transport von Dirt nehmen, so wie ich es euch gezeigt habe. Die Schlepperei ist weg. Ja. Das ist doch mit das, was Rückenschmerzen verursacht. Das ist einfach faszinierend. Macht was draus. Ich hoffe, der eine oder andere sagt, ah, super Idee. Mach ich nach. Leih mir so ein Ding, kauf mir so ein Ding. Ja. Aber sind nicht so günstig. Aber, nein. Ein bisschen mehr Gold finden halt. Ne? Und all diejenigen, die immer fragen, wie viel Gold findet man? Das investiert man in Ausrüstung, in Equipment. Und irgendwann lande ich dann im Yukon mit dem Wasserflugzeug. Und dann wisst ihr, wo das Geld und Gold hingeflossen ist. Also, habt Spaß draußen, macht was draus. Euer Hobby, euer Glück. Wann ist für euch klar, dass es ein geiler Tag war beim Goldwaschen? Bei mir oftmals 1 oder 2 Tage später. Ihr kennt es, währenddessen man was Anstrengendes macht, gräbt, nach Gold sucht, Eimer schleppt, da fragt man sich doch, warum hat man dieses Hobby gewählt? Es regnet, es ist nass, es windet, der Rücken tut einem weh, die Hände schürfen sich auf, die Knie tun einem weh, aber was zur Hölle, warum ausgerechnet dieses Hobby? Jetzt, 1-2 Tage später, weiß ich's. Danke Tim. Danke Lisa von Klarendraft für diesen außergewöhnlichen Nachmittag, den ich mit euch verbracht habe. Tolles Team, muss ich sagen, arbeitet Hand in Hand zusammen, hat mir wahnsinnig viel abgenommen, aber auch Angst genommen. Es war ja bekanntlich letzte Woche Hochwasser und eigentlich, wenn ich alleine gefahren wäre, im Nachhinein wäre unverantwortlich gewesen. Aber die zwei sind ja am Tag davor schon die Strecke gefahren. Und ich hatte einfach Vertrauen. Das ist wichtig. Nochmal, wenn ihr hier mit Packraft fahren wollt, an so einem Tag nie alleine, immer volle Ausrüstung. Wie sagt Tim, Helm, Schwimmweste, so ein Sack mit einer langen Rettungsschnur dran. Aber auf jeden Fall nie alleine. Die Angst hat man mir genommen. Es war super vorbereitet. Also kann ich nur empfehlen. Wenn ihr ein Pack Raft haben wollt, meine Anlaufstelle, der Current Raft.
und ich bekomme nichts dafür und ich habe auch nichts davon. Doch, eine Menge Spaß und tolle Erinnerungen.